Hi Leute, willkommen zurück bei Magic 2013. Ja, gestern gab es ja die erste Multiplayer-Partie, die ich euch da mal eben kurz reingeworfen habe. Und heute möchte ich mit der Erweiterungsrache-Kampagne beginnen, weil ich gerade auf das Plane Chase keine Lust habe, denn ich habe jetzt ein bisschen mit dem Deck von Talrand gespielt, Querwinde. Weil ich habe mir überlegt, dass ich das vielleicht Multiplayer jetzt spielen werde. Da habe ich jetzt mit Tobi schon ein paar Matches gemacht, offscreen allerdings. Und da hatten wir wirklich ein paar sehr interessante Matchups mit Gegnern. Und wir haben sogar ein paar davon gewonnen. Und ich glaube, unsere Decks, die haben eine recht gute Synergie. Die spielen richtig gut zusammen. Es gab zum Beispiel letztens... Ah, lass mich jetzt mal kurz schauen, was haben wir jetzt hier? Irgendwas Interessantes. Zwei Länder nur, ist nicht ganz so wild. Weil mit diesem hier kann ich mir vielleicht noch ein Land holen. Die Kartenhand behalte ich erstmal. Also, was auf jeden Fall ziemlich geil war, da gab es mal eine Runde, da hatten zwei Leute auch zwei Decks, die ziemlich gut miteinander kooperiert haben. Und ja, ich schaue mal eben, ob ich hier noch ein Land kriege. Das wäre natürlich wirklich sehr sweet. Jo, da haben wir noch ein weiteres Land. Damit können wir dann nachher schon mal die Knechte hier hinten spielen. Auf jeden Fall hatten die Gegner so ein Deck, die haben ziemlich geil sich Synergien zugespielt. Da hatte der eine Karte gespielt, dass wir für jede Karte, die wir ziehen, ein Leben verlieren. Und der andere hatte eine Karte gespielt, dass man, wenn man einen Zauberspruch spielt, 7 Karten ziehen muss. Sprich, wenn man einen Zauberspruch spielt, musst du 7 Karten ziehen, verlierst 7 Leben. Da haben die dann, weil wir hatten nur noch, glaube ich, irgendwie dann 13 Leben oder so nach der Runde, haben die schon GG geschrieben, so, ne, good game, nach dem Motto, komm, ihr schafft's doch eh nicht, ihr geht jetzt drauf. Und dann hatte ich noch eine geile Karte gezogen, mit der ich zwei Sachen von den Gegnern übernehmen durfte. Dadurch haben wir natürlich 7 Leben verloren, weil ich einen Zauber gespielt habe. Aber wir haben dann unsererseits, habe ich die beiden Sachen von denen geklaut und wir haben das ganze Match nochmal rumgerissen, indem die beiden dann nämlich jeweils 7 Karten ziehen mussten. Da hatten sie dann keine Chance mehr. Und wir durften dann unsererseits GG zu denen sagen. So, er bringt jetzt schon 2 Geistkreaturensteine ins Spiel mit Flugfähigkeit sogar. Na, Prost Mahlzeit. Und jetzt ist erst seine Hauptphase. Das heißt, er kann mich hier gleich auch noch angreifen, der Schlingel. Aber notfalls kann ich zumindest... Ja, Moment. Ich werde mal eben zumindest eine neutralisieren, indem ich ihr hier minus 5 Schaden raufpacke. Einfach nur aus dem Grund, dass ich nicht so viel Schaden bekomme. So, jetzt haben wir schon mal einen Lebenspunkt verloren, ist aber nicht so wild. Er spielt hier nochmal die 3-4 Kreatur, okay. Und immer wenn der Held hier angreift, dann darf er wieder 2 Soldatkreaturensteine ins Spiel bringen. Ach, angreifend sogar, okay, das ist ja mies. Die Karte müssen wir ihm irgendwie wegkriegen. So, da würde ich mal sagen, zack. Ich könnte ihm die Karte sogar wieder auf die Hand zurücknehmen lassen. Oder ich spiele erstmal hier mit der Anrufung hier. Das würde ich erstmal sagen, dann haben wir nämlich schon mal ein paar Kreaturen zumindest drin. Da kann ich mal zu Not gleich blocken. Ich bin auf jeden Fall gespannt. Also Talrands Deck macht zumindest im Multiplayer ziemlich viel Spaß. Weil die auch ziemlich gut zusammenarbeiten. So, jetzt hat er hier wieder... Oha, da macht er seine Kreaturen ja noch stärker durch. Scheiß die Wand an, ey. Die werden jetzt alle stärker. Das ist natürlich krass, ja. Jetzt sehen wir natürlich mal mega alt aus. Boah, jetzt kriegen die auch noch alle 2-2 dazu. Ja, ich kann jetzt noch nicht mal blocken, ohne dass ich Leute verliere. Da muss ich wohl die beiden hier blocken. Ich würde mal schon fast sagen, das war's jetzt wieder mit der Runde, weil der hat ziemlich gute Kreaturen jetzt direkt rausgespielt. Und wir haben hier zwar auch zweimal eine ziemlich geile Kreatur, da brauche ich aber noch mega viel Länder für. Und ich glaube, ich kloppe ihm jetzt erstmal eine Karte weg, oder? Denk mal, wir sollten ihm die Karte hier wegkloppen. Sonst kriegt er immer mehr von den Kreaturen und da habe ich überhaupt gar nichts von. So, weiter geht's. Wie viel Schaden kriege ich denn jetzt, wenn die gleich angreifen? Dann kriege ich wieder 8 Schaden, dann haben wir es schon fast hinter uns. Ja, brauche ich gar nicht mehr weitermachen jetzt, eigentlich. Es sei denn, ich kriege jetzt irgendwie eine mega geile Karte, mit der ich irgendwas Tolles machen kann. Ah, glaube ich nicht so wirklich dran. Also Talrands Deck
Im Multiplayer echt ziemlich nice. Okay, der spielt jetzt den eh wieder. Gut, dann war's das. Ich würde sagen, wir starten das Duell nochmal neu. Und dann schauen wir mal. Drei Länder. Zweimal dürfen wir die schwächer machen. Hier so eine Marke. Und was habe ich hier hinten noch? Neutralisiere einen Zauberspruch deiner Wahl. Ja, keine Ahnung. Komm, lassen wir es einfach mal. Wir probieren es einfach mal. Ich muss mein Deck auch noch ein bisschen sortieren. Ihr seht schon, ich habe wieder viel zu viele Karten da drin. Aber erstmal muss ich mich so ein bisschen einspielen immer. Ich weiß ja noch nicht von Anfang an, welche Karte ganz gut in mein Deck passt und welche ich lieber zu Hause lassen sollte. Jetzt überlege ich gerade, ich könnte ja eigentlich das schon mal legen. Wenn er jetzt eine Kreatur bringt, müsste er eh eine Kreatur mit Eile bringen, damit ich hier Schaden bekomme. Und notfalls kann ich in der nächsten Runde sogar schon Zaubersprüche von ihm neutralisieren. Was kommt jetzt wieder rein? Oh ja, hier der Gildenmagier, eine 2-2-Kreatur. Na, lassen wir ihn erstmal machen. So, jetzt haben wir leider nichts Tolles. Und oh, die Karte ist aber ziemlich nice, Leute. Da darf ich einen Spielstein kopieren und unter meiner Kontrolle ins Spiel bringen. So, ich würde sagen, wir gehen erstmal auf Weiter. Wenn ich jetzt zwei Leben verliere, ist eigentlich noch nicht ganz so wild. Wir warten erstmal ab, was er so für einen Zauberspruch spielen wird. Dann kann ich den mit einem Spontanzauber notfalls wegmachen. Er greift jetzt erstmal an. Ich reagiere aber erstmal noch nicht. Ich will schauen, ob er noch eine weitere Karte spielt. Na gut, klar, er holt sich jetzt ein Land. Aber sonst... So, was hat er jetzt hier für eine Kreatur? Eine 2-1er Jagdmagier. Nö, die kann er erstmal noch behalten von mir aus. So, die kann ich notfalls auch nächste Runde schon mal schwächen. Und, oh, da haben wir auch eine sehr starke Karte, Leute. Durchsuche die Bibliothek eines Gegners deiner Wahl nach einer Kreaturenkarte und bring diese Karte unter meiner Kontrolle ins Spiel. Das ist natürlich nice. Das sollten wir demnächst mal machen. Da brauche ich aber noch ein Land für. Deswegen würde ich erstmal sagen, geht's jetzt hier an dieser Stelle erstmal weiter. So, ich kann auf jeden Fall einen Schaden kann ich abblocken. Und dann noch einen Zauber von ihm. Okay, Moment, jetzt hauen wir mal eben die eine Kreatur hier weg, damit wir nur zwei Schaden kriegen. Und ich denke mal, der wird noch eine Kreatur jetzt spielen und die würde ich ihm dann nicht spielen lassen. Hat er gar keinen... Ne, er beendet seinen Zug schon. Okay, komm, wir müssen jetzt ein Land ziehen, bitte. Ja, nice. Das ist nice. Und jetzt holen wir uns doch mal eben eine geile Kreatur von ihm. Wollen wir doch mal schauen, was er so für geile Kreaturen hat. Also ich gucke natürlich mal unten auf die Stärke so ein bisschen. Was ist mit der Kreatur hier? Stärke und Widerstandskraft sind gleich der Anzahl der Kreaturen, die wir kontrollieren. Ne, das ist noch nicht so geil. 3-4 haben wir hier recht viele. Was ist mit dem? Grüne, weiße Kreaturen werden stärker. Was ist hier mit dem 4-5er? Ah, okay, da kann ich... Ja, wäre auch nicht so schlecht. Oder hier den 4-7er. Wenn der ins Spiel kommt, bringe x grüne Kreaturen, falls die Bonuskosten bezahlt wurden. Ich würde mal sagen, ich hole mir so einen 4-7er. Kostet ja nichts für uns. So. Dann haben wir immerhin schon mal recht viel. Ach, das ist aber eine legendäre Kreatur. Okay, die darf ich nicht kopieren, Leute. Aber wir können immerhin schon mal jetzt abblocken. Und er bringt noch ein paar weitere Kreaturensteine ins Spiel. Flieger. Okay, die können wir also doch nicht blocken. Und diesmal darf ich auch nichts neutralisieren, was er spielt. Und natürlich greift er mit den Fliegern an. Ja, wer kann es ihm verübeln? Jetzt ist halt die Frage, sollen wir angreifen? Na, wir machen nur 4 Schaden. Das ist leider nicht so viel. Aber wir können ein paar fliegende Kreaturen ins Spiel bringen. Und ich könnte mir auch noch ein paar Kreaturen holen. Was hat er denn hier nochmal? Die bringen uns leider nichts, die Sachen hier, die er hier hat. Dann würde ich sagen, spielen wir halt mal eben die hier. So, und ich kann auch noch jemanden schwächen. Ich würde aber ganz gerne mal eben hier was ausrüsten und zwar auf den hier. Obwohl, ne, die Kreatur muss blau sein. Okay, dann nehmen wir eine fliegende Kreatur.
Die wird dadurch nämlich stärker, Leute, mit jedem Zug. Und ich könnte eigentlich angreifen, weil ich kann ja immer noch blocken gleich. Ich könnte immer noch blocken. Soll ich... Nee, ich überspringe den Angriff erstmal. Nee, komm. Eine Runde warten wir meinetwegen noch. So, was macht er da jetzt wieder für einen Scheiß? Ach, er holt sich so eine Kreatur, okay. Also, Celestia ist echt darauf ausgelegt, sich noch diese scheiß Kreaturensteine zu holen. Nervensäge. Und jetzt spielt er die 4-4er hier. Er erhält 4 Lebenspunkte dazu. Oh Mann, kranker Shit. Der züchtet sich schon eine ziemlich gute Armee da drüben, das muss man ihm lassen. Aber er beendet den Zug, er will uns also nicht angreifen an dieser Stelle. Und unsere Kreatur wurde jetzt noch einmal stärker. So, ich könnte mir natürlich jetzt auch mal diese 4er-Kreatur hier holen. Da bekommen wir auch nämlich schön Lebenspunkte dann durch. Und die Bonuskosten, da müsste ich 5 nochmal bekommen, das dauert einfach zu lange. Deswegen holen wir uns diese Kreatur hier. So, dann bekommen wir auch nochmal Lebenspunkte dazu. Genau, jetzt haben wir 18 Lebenspunkte wieder. Und ich glaube, den Zauber hier switche ich mal eben auch rüber. Die packen wir mal hier hin, damit wir noch eine 3-3er haben. Ich könnte theoretisch eh mit dem einen Flieger jetzt angreifen. Ja, erstmal gehen wir auf weiter. Jetzt kommt die Kampfphase. Ich glaube, ich greife mit meinen beiden Fliegern an. Wenn er angreift, danach könnte ich immerhin ein bisschen was blocken. Ja doch, das machen wir so. Dann bekommt er auch mal endlich ein bisschen Schaden rein. So, und ich kann auch noch eine Kreatur von ihm schwächen. Das ist also kein Problem. Okay. Er ist gleich in der Kampfphase und was macht er? Er greift mit den Fliegern an, okay. War abzusehen, aber er bekommt nur 2 Schaden rein und wir haben eben 5 Schaden reinbekommen. Damit kann ich leben. Und er beendet die Runde, wow. Na gut, soll mir recht sein. Was haben wir jetzt hier Schönes bekommen wieder? Ein Spieler deiner Wahl erhält nach diesem Zug 2 zusätzliche Züge. Die Zeitdehnung, wow, die ist ziemlich geil eigentlich. So, ich könnte wieder nur Schaden machen, deswegen mache ich jetzt erstmal weiter. Ich kann auch immer noch hier einen Zauberspruch neutralisieren. Dürfen wir nicht vergessen, dass wir die Option noch immer offen haben. Und wir drücken ihm erstmal eben 6 Schadenspunkte rein. So. Er wird auch auf jeden Fall gleich wieder mit seinen Fliegern angreifen, denke ich mal. Und er holt sich noch einen Kreaturenstein ins Spiel. Oh Mann. Also Masse statt Klasse, sagt er sich. Und wird er angreifen? Ja, mit den Fliegern auf jeden Fall. Mit einem Flieger nur. Okay, muss ich das jetzt verstehen? Will er den anderen vielleicht opfern, oder was? Moment, Moment, Moment. Was ist... Halt, Moment, Moment. Was ist das? Immer wenn eine andere Kreatur in dein Spiel kommt, lege eine Einzel auf diese Kreatur und eine auf den Waldläufer von... Oh, okay, nee, Moment. Die spielst du nicht, mein lieber Freund. Die Kreatur brauchst du doch gar nicht. Du hast schon genug Kreaturen. Jetzt sei mal nicht so gierig. Oh, sehr schön. Talrand. Den sollten wir auf jeden Fall spielen, denke ich. So. Denn Talrand, der beschwört mir weitere Flieger. Und ich würde mal sagen, ich lege die Ausrüstungsmarke dann auch mal eben auf Moment. Wir legen den lieber hier rauf, damit die noch ein bisschen stärker werden. Weil Talrand selbst kann ja gleich gar nicht angreifen. Okay, wir gehen auf weiter. Und dann fügen wir eben nochmal hier ein bisschen Schaden hinzu. So, Angriff. Und dann hat er gleich nur noch... Lass mich kurz rechnen. Oh, okay, er blockt den 4er ab. Das heißt, er hat noch 10 Lebenspunkte. Na gut, weiter geht's von mir aus. Er ist direkt in die Kampfphase wieder übergegangen. Mal schauen, ob er angreifen wird. Nein, er greift nicht an. Okay, von mir aus musst du nicht angreifen, mein lieber Freund. Und, ah, der ist auch nice. Wenn die ins Spiel kommt, darf ich eine Hexerei zurücknehmen. Und die spiele ich einfach mal direkt. Und dann hole ich mir auf jeden Fall diese Verdoppelung... Oder nee, noch eine Kreatur von ihm könnte ich mir natürlich auch holen.
Oder soll ich jemanden verdoppeln wieder? Ich meine, ich könnte Talrand verdoppeln, theoretisch. Oder den hier könnte ich mir auch holen. Ich glaube, ich verdoppel. Verdopplung ist ziemlich nice. So, genau. Und dann würde ich sagen, gehen wir in die Kampfphase über und greifen natürlich wieder an. Er wird den einen Flieger wieder ablocken, denke ich mal. Alles andere wäre schwachsinnig. Genau. Und dann hat er trotzdem nur 6 Lebenspunkte. Und wenn er jetzt keinen Flieger bekommt in der nächsten Runde, dann haben wir gewonnen, weil dann kann er nicht ablocken. So, er spielt auf jeden Fall was. Ah, er holt sich noch ein paar Kreaturensteine ins Spiel. Gut. Mal schauen, ob er in der Kampfphase irgendwas macht. Ja, er greift an. So, jetzt müssen wir mal eben gucken. Also. Die hier, die wird schon mal keinen Schaden machen in dieser Runde. So viel steht schon mal fest. Und wir bekommen noch einen Kreaturenstein ins Spiel. Das heißt für uns natürlich noch einen weiteren Blocker hier. Jetzt müssen wir gucken. Hier haben wir ein paar 2-2er-Kreaturen. Die können wir erstmal hier mit munter abblocken. Hier. Der kann den hier blocken, da kriege ich keinen Schaden. Der kann einen hiervon blocken. Und der Flieger, obwohl 4 Schaden kann ich ruhig kassieren. Das ist kein Problem für mich. Oh, was kommt jetzt noch? Bis zum Ende des Zuges erhält eine Kreatur deiner Wahl, die du kontrollierst, 3-3 und alle anderen 1-1. Ach, scheiß die Wand doch an. Das ändert meine Rechnung jetzt natürlich ein bisschen. Aber trotzdem, er hat alle Kreaturen tappen müssen. Und dadurch ist das jetzt sein Ende. Das kann man jetzt mal so einfach sagen. Was haben wir hier noch bekommen? Ziel für jede Insel, die wir kontrollieren, eine Karte. Und ich darf noch eine Kreatur klonen. Da würde ich natürlich Talrand klonen. Weil der uns noch weitere Flieger dann bescheren kann. Ach scheiße, das war eine legendäre Kreatur, ne? Ah, ich bin auch manchmal doof. Naja, okay, zum Glück hat das jetzt keine Auswirkungen mehr, denn wenn ich das richtig sehe, ist Selesnya mit diesem Zug dann besiegt. Und ich habe noch eine neue Karte für das Talrand-Deck freigeschaltet. Juhu! So muss es sein, das freut mich natürlich. Und was habe ich hier nochmal? Ach, ein Zauberspruch neutralisieren. Wenn der Beherrscher nichts bezahlt, das ist auch ziemlich geil. Okay, damit hätten wir das erste Duell der Rache-Kampagne dann auch abgeschlossen, Leute. Ich würde mal sagen, wir sehen uns im nächsten Part wieder, wenn ihr mögt. Ich würde mich auf jeden Fall freuen und bis dahin macht euch noch einen schönen Tag. Ciao.